keep your eye on. This is your moment. Every step forward makes you even stronger. Hallo ihr Lieben und auch die nächsten Netten. Herzlich willkommen zu meinem ersten Mal mit Ariel Knight's Never Yield. Ich hoffe, ihr habt es richtig ausgesprochen. Ansonsten seht ihr den Namen unten in der Videobeschreibung oder im Titel des Namens. Könnt ihr mich gerne korrigieren und schreibt es in die Kommentare, wenn ihr das besser wisst. Das ist, soweit ich weiß, ein Endless Runner, auch eine Demo. Deswegen, da verändert sich was, kommt garantiert auch ein bisschen mehr dazu. Level 1, okay. Steuerkreuz. Okay. Frage ist, ach so. Ah. Do you yield? Ja, ich. Was bedeutet yield? Aufgeben? Nein, I never yield. Ja, ich weiß. Man darf nämlich, das haben sie ein bisschen blöd gemacht. Man darf nämlich nicht direkt drücken, wenn das kommt, weil sonst hört er damit zu früh auf, sondern erst jetzt. Oder sogar noch später. Oh, wow. Oder gedrückt halten im Zweifel. Ja, gedrückt halten. Gedrückt halten ist beim Schneiden auch besser. Sag mal, haben die jetzt bei allem Ding jetzt so eine Slow-Mo-Ding eingebaut? Hold to ja, ich halte, um zu sprinten. Das war, glaube ich, ein Checkpoint. Das war zu früh gedrückt. Okay. Hä? Ich bin nur ganz... Was ist das denn für ein Hindernis? Jetzt aber. Okay, ich darf nicht zu hoch. Also hochspringen kann es nicht sein. Ich bin gerade so knapp davor hochgesprungen. Sliden kann es auch nicht sein. Das ist es, glaube ich. Was ist das? Okay, da steht auch nichts, was ich machen soll. Ja, das ist es. Na, das hätten sie auch mal... Jetzt werde ich auch noch abgeschossen. Hätten sie auch mal sagen können, dass ich jetzt auch Steuerkreuz... Also man steuert wirklich nur mit Steuerkreuz anscheinend. Lässt sich ja... was ist da? Ich sprinte doch schon. Nein, nein, das war zu früh, das war zu früh. Also, dass diese Slow-Mos hier wirklich dauernd kommen, sobald irgendwas passiert, ist schon ein bisschen... Achso, da hätte ich gar nicht drüber springen müssen. Ja, okay. Lauf, lauf. Ja. Ah. Oh. Da macht er jetzt keine Slow. Aber ich finde es schön, dass ihr oben sehen könnt, was ich gerade so drücke. Dann seht ihr wenigstens, was ich in diesem ganzen Spiel machen muss. Zu richtigen Zeitpunkt die vier richtigen Knöpfe drücken. Und selbst das kriege ich nicht. Jetzt sehe ich nichts, aber ist auch egal. Okay, vielleicht hätte man die Rampe auch hochlaufen können. Ich weiß es nicht. Ich glaube es nicht. Also Steuerkreuz links ist dieser Halbhohlsprung, um durch irgendwas durchzuspringen. Und der Rest ist klar. Springen für drüber. Es wird sogar farbig, glaube ich, sogar angezeigt. Lila unten für Sliden. Rot für oben springen, blau für sprinten.
das war zu, ah, das war sogar. Und genau, da war wieder, ne, ihr habt es gesehen, und gelb für links. Also auch farblich ist schon wieder das gleiche. Nicht so nett. Hä, ich bin noch. Ah, das war das Falsche. Ah. Ich glaube, so oft wie in diesem Spiel werde ich in keinem anderen Spiel sterben. Nein. Oh, das hat sogar gezählt. Glück gehabt. Okay, jetzt kommen noch die Sprengfallen. Die Dinger habe ich ja in Call of Duty gehasst. Diese Dinger, die du am Boden warst und ja, genau diese Sprengfallen, die dann einfach hochfliegen und dann bumm machen. Und dann bist du tot. Ja, da sprinten wir einfach jetzt alles durch. Okay. Ja, das ist es. Aber das erste Level ist ganz schön lang. Ich meine, ich laufe hier schon seit 5 Minuten. Ja. Okay, bei dem gelben geht auch ein Sprung drüber. Ist halt, glaube ich, nicht so schnell. Also wenn man hier dann wirklich auf Time Run geht, sollte man auf jeden Fall das Gelbe machen. Level 1 cleared. 12-mal gestorben, 5 Minuten gelaufen. Easy. Ja, also wir laufen einfach vor irgendwas weg. Das Level 6? Okay. Dann halt Level 6. Vielleicht wollen sie uns einfach. Ist ja eine Demo, vielleicht wollen sie uns einfach viel Unterschiedliches zeigen. Vielleicht kommt jetzt hier in Level 6 was komplett Neues und. Deswegen rot. Komm, sprint da mal vorbei. Wir fahren schneller als das Auto. Ja, okay. Was ist denn das für ein Fahrer? Der ist betrunken oder so? Ja, Hitboxen sind auch nicht so ganz korrekt natürlich. Da, wir sind da. Ich bin noch. Da kam jetzt wieder keine Slow-Mo. Ne? Da ist er jetzt auf einmal drüber. Also. Dass der natürlich auch noch weiterfährt, ist, wenn da alles um ihn explodiert, ist natürlich auch logisch. Was passiert eigentlich bei diesen Checkpoints dauernd? Ah, verdammt. Ah, nee. Okay. Nein. Oh. Der kam jetzt. Ich habe in diesem ganzen Level noch nicht einmal die linke Taste verwendet. Und jetzt auf einmal sagt er, hier mach links. Kam überraschend. Sogar so überraschend, dass ich gleich nochmal mache. Ey. Und das jedes Mal denke ich, dass. Ja, diesmal sterbe ich. Ey Leute, was ist das? Was passiert, wenn ich sage, I yield? Aufgeben? Nein, Surrender ist aufgeben. So weit waren wir noch nie. Will aber auch nichts heißen. Okay, den Slide können wir echt deutlich immer ganz früh gehen. Und ich will mal gucken, was. Das können wir knapp. Nein. Oh, doch, reicht. Also hier sollte man echt immer einen Tick zu spät lieber abspringen, weil, schaut mal, eigentlich bin ich schon mit meinem Ding gerade da in der Hitbox drin, da wieder. Aber wenn man gerade noch das Richtige drückt, kommt man trotzdem noch auch da. Wir springen eigentlich durch. Ja,
vielleicht, jetzt werde ich hier mit Rockmusik beschallt. Ja, ich glaube, der hat die Dubstep-Kanone aus Saints Row. Vielleicht sollte ich da nicht so nah dran, dieses Mal. Aber fährt er schneller, wenn ich sprinte? Nein, nein, nein! Okay, in der Phase sprinte ich jetzt nicht. Die ist hart. Was heißt hart? Die kommen so unvorhergesehen, die Dinger. So. Jetzt weiß ich das. Und jetzt kommt unten drunter und oben drüber und der kleine Sprung und wieder unten drunter und nochmal unten drunter und links und oben und ich glaube, ich schaue jetzt echt nur noch rechts auf diese gelblichen oder auf diese farblichen Markierungen, also an diese Streifen, die so oben so weggehen, was dir anzeigt, was als nächstes kommt. Das läuft deutlich besser, als aufs Level zu gucken. Und sobald die Slow-Mo kommt, weißt du, ich zähle jetzt noch 2 Sekunden und dann führe ich es aus. Oder 1 Sekunde. Ah, verdammt, da habe ich jetzt eine Farbe übersehen. Nein, ich yielde nicht. Level 6 machen wir auf jeden Fall noch zu Ende. Eieiei. Ja, ein gängiges Spiel. Ich glaube... Ah, verdammt. Ich glaube, mehr will es halt auch nicht mehr. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, die einzelnen Level wären halt nur noch unterschiedlicher und vielleicht anspruchsvoller, dass die Dinger schneller kommen, dass... Ich wollte schon sagen, mehr auf einmal geht ja nicht. Aber halt solche Sachen. So, da. Tricky. Jetzt kommen nämlich die farblichen Markierungen, während ich das andere gerade ausweiche. Ich schaue jetzt echt nur noch rechts auf diesen Bildschirmrand. Damit fährst du echt am besten in diesem Spiel. Das Link, also im richtigen Moment abspringen, das kriegst du ja wirklich ohne Hinschauen an. Ja, Level 6 mit 13 Toten auf 5 Minuten. Also vielleicht werden die Level ein bisschen länger. Das ist die ganze Demo. Ja, es ist ein einfaches Spiel. Ihr spielt das alles mit dem Steuerkreuz oder dann auf der Tastatur wahrscheinlich mit WASD oder den Pfeiltasten. Mehr wird's nicht. Es hat mehrere Level. Das war jetzt Level 6. Keine Ahnung, wie viele kommen. 20, 30, 50. Whoever knows. Ja, ein lustiges Spiel für zwischendurch, auch wenn ich das irgendwie mit dem Slow... Also, ich versuche mich gerade ein bisschen an diese Handyspiele, weil das sind das Einzige, wo ich so Jump'n'Runs, also solche mit dem Tempo gespielt habe. Hier, Subway Surfers und wie auch immer das alles heißt. Ich finde das mit den Slow-Mos irgendwie, also mit diesen... Jedes Mal, wenn du irgendwie ausweichst, dass er diese Zeitlupe kommt, finde ich irgendwie nicht so cool, muss ich ehrlich sagen. Ich fühle mich wie in einem schlechten Michael Bay-Film, der bei Transformers ja inzwischen die Slow-Mos ja reihenweise einbaut in jedem Ding, weil du sonst überhaupt nicht... Egal, das ist ein anderes Thema. Mei, lustiges Spiel für zwischendurch. Wenn es euch Spaß macht, spielt's. Wenn nicht, dann habt ihr es jetzt gesehen. Und dann sehen wir uns auch nächstes Mal. Bis dahin, vergesst nicht, euch selber zu googeln. Macht's gut. Ciao.